Schönen guten Morgen. Die Zeit ist gekommen. Der First Kick steht bevor. Ich habe gestern, glaube ich, bis 0 Uhr noch gemacht. Und dann ging das Babyphone an. Also, ja, steck's nicht drin, ne? Und heute Morgen schön Wecker gestellt, weitergeschraubt und jetzt ist die Vespa fertig. Nicht, aber der Motor ist drin und wir können zum Prüfstand hoffentlich fahren und ein paar Runden drehen. Ja, so steht's jetzt da. Zack, Weißwandreifen sind noch drauf. Also Optik ist erstmal vollkommen egal. Gerade noch Sprit geholt, Elektrik angeschlossen, Auspuff dran, die Züge, ja, die Innenzüge sind neu, aber das Äußere seht ihr, das ist hier noch alt, ne? Und ja, jetzt steht der erste Kick bevor, das hier muss auch noch neu, geht gar nicht. Und ja, ich stelle euch mal zur Seite und wir hoffen, dass es läuft. Ich bin total gespannt und in einer halben Stunde muss ich darüber zum Prüfstand. Keine Ahnung, warum die jetzt irgendwie 10 Versuche gebraucht hat, um anzuspringen. Ich denke mal, die ist abgesoffen einfach nur. Und warum die Tropfen da unten sind, das liegt einfach daran, weil ich glaube, die Dichtung hier ihren Geist aufgegeben hat. Das muss ich gleich nochmal gucken. Ich habe eben gerade nochmal die Schelle abgemacht, aber das läuft von hier den Benzinschlauch runter in die Vergaserwanne da hinten rein. Und seht ihr, da unten, und tropft dann runter. Also da muss ich nochmal ran. Cool, jetzt wird die Zündung eingestellt. Und dann drehen wir eine Runde. Nee, 13 PS Radleistung waren es und 17,5 PS Motorleistung. Man muss ja dazu jetzt Folgendes sagen. Ich habe vor einiger Zeit ja mal das Video mit Roberts Vespa gemacht, mit der Polini 221. Ich blende es einfach mal da oben ein. Da haben wir herausgefunden, dass der Prüfstand, worauf ich immer gehe, Abweichungen hat zu dem, der in der Szene üblich ist. Ne? So ein P4 oder ein LUZ oder was auch immer. Ne? Und man kann jetzt sagen, so was die Erfahrung jetzt der letzten Male gezeigt hat, dass du eigentlich auf diese 13 PS Radleistung kannst du bestimmt nochmal 3-4 PS draufballern. Das heißt, die Vespa hat ca. 16-17 PS Radleistung und eine Motorleistung von rund, boah, ich wollte mal sagen, 20 PS. Und das sind auch Werte, die jetzt BGM oder die Scooter Center jetzt für den Zylinder auch angibt. Ich finde das mega geil zu fahren. Ich bin damit ja, ich glaube, 15, 20 Kilometer oder so bin ich gefahren. Also wirklich, wirklich viel zu wenig eigentlich, um damit gleich dritte Gang voll beschleunigen auf dem Prüfstand durchzuführen. Egal, musste gemacht werden. Ich habe die jetzt wirklich mal gequält. Das ist ja meine, das ist egal. Und sollte man vielleicht nicht nachmachen, aber es hat geklappt. Die Leistung, die dabei rausgekommen ist, ist, finde ich, mehr als zufriedenstellend. Das fährt sich ultra geil. Ich hatte wirklich von Anfang an gleich ein super Gefühl. Die Kupplung butterweich, die Gänge, die gut geschaltet haben. Klar, das ist alles noch ein bisschen verpegt da drin. Die Züge, die müssen noch neu gemacht werden und, und. Und. Ein paar Tage sind es mir noch, aber egal. Die fährt sich gut. Es hat wirklich Bock gemacht. Ich bin da die Kilometer gefahren auf dem Prüfstand und bin nach Hause gefahren. Jetzt steht sie in der Garage, ist zerlegt, teilweise poliert. Die Gabel ist draußen. Und jetzt ist erstmal Wochenende angesagt. Ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal, weiß nicht, ein, zwei Tage Pause. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn es heißt Gabelüberholung und polieren. Ich werde jetzt noch in die Garage verschwinden, werde noch ein bisschen
Kabel löten, Kabelbaum bauen, dass die Elektrik gemacht wird. Da wird es, glaube ich, kein Video drüber geben. Da zeige ich euch vielleicht mal das Ergebnis. Aber ja, es gibt immer was zu tun. Es geht jetzt weiter und ich wünsche euch, ja, jetzt bestimmt, wenn das Video rauskommt, noch einen schönen Abend. Haut rein. Bis dann. Ciao.